Here comes my tutorial. How not to scream and die in front of spiders. Heute geht es um das Thema Spinnen. Spinnenphobie, um genau zu sein. Eine Phobie, die mich sehr, sehr viele Jahre begleitet hat. Kurze Entwarnung für Menschen, die Angst vor einer panischen Reaktion haben, weil in diesem Video vielleicht Bilder oder Videos von Spinnen eingeblendet werden. Keine Sorge, ich werde jedes Mal, wenn das passiert, eine Triggerwarnung einblenden. Echte Spinnen werdet ihr sowieso nur am Ende des Videos sehen und da werde ich eine dicke, fette Triggerwarnung vorpacken, damit ihr selbst entscheiden könnt, wie ihr weitermachen möchtet. Es warten hier keine Überraschungen auf euch. Ansonsten kann ich euch raten, vielleicht nicht unbedingt direkt im Bett zu liegen und euer Handy vor eurem Gesicht zu haben, sondern nehmt euch das Endgerät, mit dem ihr das Ganze gucken wollt und stellt es so weit von euch weg, wie ihr euch wohlfühlen würdet, wenn eine Spinne eingeblendet werden würde. Vielleicht sogar, wenn eine Spinne in eurem Zimmer ist. Und manchmal hilft es auch, das Endgerät über die Schwelle zum nächsten Zimmer zu stellen. Das gibt einfach Sicherheit. Das ist sehr, sehr wichtig, denn Konfrontation kann hilfreich sein zur Verbesserung einer Angst, kann aber total nach hinten losgehen, wenn Panik ausbricht, denn dann verknüpft euer Gehirn wieder falsch. Aber das gucken wir uns gleich an. Ich weiß nicht, ob ich schon immer Angst vor Spinnen hatte. Ich erinnere mich nur an eine sehr, sehr prägende Situation, als ich ein kleines Mädchen war. Da habe ich in den Sommerferien die Außenseite unserer Fenster, unseres damaligen Hauses, geputzt. Und in den Ecken der Fensterbänken sind dann zwei kleine Spinnen auf meine Hand übergesprungen. Und für mich als Kind in unkontrollierbarer Geschwindigkeit meinen Arm hochgekrabbelt. Und ich habe mich damals so sehr erschreckt. Ich weiß nicht, ob da meine Spinnenangst angefangen hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Spinnenangst mir ab diesem Zeitpunkt sehr, sehr bewusst war. Die Frage ist ja überhaupt, wieso haben so viele Menschen, besonders in unseren Breitengraden, wo Spinnen eigentlich nicht gefährlich sind, Angst vor Spinnen? Bisher gibt es zu diesem Thema drei wissenschaftliche Theorien. Theorie Nummer 1 ist eine evolutionsbiologische Theorie und besagt, dass unsere Vorfahren mit verschiedenen giftigen Spinnen zu tun hatten und sich daher in Acht nehmen mussten und diese Vorsicht quasi an uns immer weiter vererbt wurde und wir deswegen heutzutage immer noch so intensiv auf Spinnen reagieren. Theorie Nummer 2 besagt, dass die Fortbewegungsart der Spinnen die Panik in uns auslöst. Also dadurch, dass Spinnen so klein sind und 8 Beine haben, können sie eine dermaßen Geschwindigkeit annehmen, dass es für das menschliche Auge nicht greifbar ist und daher unvorhersehbar ist. Und unvorhersehbar wird eingestuft als gefährlich. Und die dritte Theorie und vom Psychologen, von PsychologInnen, wir wollen ja auch hier korrekt sein 2020. Von PsychologInnen favorisierte Theorie ist das Modelllernen. Das bedeutet, dass PsychologInnen davon ausgehen, es tut mir leid, ich habe das noch nicht drin, davon ausgehen, dass wir das einfach von unseren Eltern übernehmen. Da kreischt die Tante, da kreischt die Mutter und das Kind speichert automatisch ab. Spinnen sind gefährlich. Und dann gibt es noch eine vierte Theorie, die ich eher so auf spirituell angehauchten Blogs gefunden habe. Und das ist, dass die Angst vor Spinnen etwas mit der Eltern-Kind-Beziehung zu tun hat. Und zwar ist die Theorie, dass Kleinkinder ab einem bestimmten Alter beginnen, ihre Umwelt entdecken zu wollen. Das bedeutet, sie krabbeln los. Eltern machen sich aber Sorgen darum, ihre Kinder aus den Augen zu verlieren. Bedeutet, immer wenn die Kinder eine bestimmte Distanz zu ihren Eltern erreicht haben, kommen Mama oder Papa, nehmen das Kind und bringen es zurück an den Anfangspunkt, wo es losgelaufen ist. Das Kind läuft wieder los und Mama und Papa kommen an derselben Stelle wieder, holen das Kind und holen es wieder zurück an die Stelle, wo es losgelaufen ist. Der Theorie nach nimmt das Kleinkind die Eltern als übermächtige Wesen, schnelle Wesen mit ganz vielen Armen wahr, die es einfach immer wieder schaffen, es zurückzuholen und es dadurch nicht sein Ziel erreicht, ja. Und im späteren Leben assoziiert dann das Kind die Schnelligkeit und die vielen Beine der Spinne mit diesem Erlebnis in der frühkindlichen Entwicklung. Also so viel zur Theorie. Ich sehe das so ein bisschen wie auch in der modernen Psychologie. Oft ist es gar nicht wichtig, so viele alte Schubladen aufzumachen. Ist ganz nett zu wissen, wo es herkommt, aber wenn man es lösen kann, ohne zu wissen, wo es herkommt, dann reicht das ja auch. Gar nicht so unwichtig ist allerdings, wie entsteht eigentlich Angst? Wo lernen wir Angst? Und da müssen wir uns erstmal die Frage stellen, wo lernen wir überhaupt? Natürlich lernen wir Angst am selben Ort,
wo wir alles andere auch lernen und verlernen. In unserem Gehirn. In unserem Gehirn passiert etwas sehr, sehr Spannendes, wenn wir etwas lernen oder verlernen. Und das nennt sich synaptische Plastizität. Und diese synaptische Plastizität gucken wir uns jetzt einmal kurz vorher an, um alles zu verstehen, was danach kommt. In unserem Gehirn kommunizieren 100 Milliarden Nervenzellen miteinander. Das sind so viele Nervenzellen, wie es Sterne in der Milchstraße gibt. Eine einzelne Nervenzelle besteht aus einem Zellkörper und mehreren kleinen Fortsätzen, die elektrische Reize aufnehmen. Elektrische Reize sind alle Infos, die wir über unsere Sinnesorgane aufnehmen können. Also hören, riechen, schmecken, sehen und tasten. Außerdem hat jede Nervenzelle einen etwas längeren Fortsatz, genannt auch das Axon. Zwischen dem Axon einer Nervenzelle und dem Axon einer weiteren Nervenzelle gibt es einen kleinen Übergang und der nennt sich Synapse. Über diese Synapsen wird eine Information blitzschnell von Nervenzelle zu Nervenzelle transportiert. Wenn wir etwas üben, entsteht etwas, was die Wissenschaft Langzeitpotenzierung nennt. Ein und dieselbe Kontaktstelle, also Synapse, wird immer und immer und immer und immer wieder benutzt. Zum Beispiel, weil wir gerade täglich Fahrradfahren lernen oder indem wir beginnen jeden Morgen, beispielsweise, wenn wir mal über das Thema Gewohnheiten reden, unsere Zigarette mit einer Tasse Kaffee verbinden. Diese Synapse wird immer stärker und ihre Übertragung der Reize immer schneller und so entsteht aus einem einst kaum vorhandenen Übergang ein Trampelpfad, bis schließlich eine mehrspurige Autobahn vorhanden ist. Und so lernen wir uns durchs Leben. Wir üben Vokabeln, wir entwickeln Traditionen und Gewohnheiten, Süchte, Ängste. Unser Gehirn hat die komplexeste, komplizierteste Struktur, die jemals von der Wissenschaft untersucht wurde. Und da kann man sich vorstellen, dass da auch mal was schieflaufen kann. Oder was heißt was schieflaufen? Etwas, was wir vielleicht nicht so haben möchten. Wir haben ca. 500 Milliarden Synapsen, die die verrücktesten Dinge miteinander verbinden können. Und je nachdem, was uns zufälligerweise im Leben passiert, kann es sein, dass wir jedes Mal erregt werden, wenn wir einen gelben Schal sehen oder traurig werden, wenn wir ein rot gekacheltes Haus sehen oder Angst bekommen, wenn wir Feuer, eine Spinne oder einen Helikopter sehen. Wir können Ekel entwickeln, Freude und alle Emotionen der Welt können wir verknüpfen mit den unterschiedlichsten Dingen, die uns im Leben begegnen. Unser Gehirn besteht aus vielen verschiedenen Bereichen, die alle eine spezielle Funktion haben. Da gibt es zum Beispiel eine Ecke für auditive Reize, dann eine für visuelle, wo wir zum Beispiel abspeichern, wie was aussieht, also zum Beispiel eine Coca-Cola-Dose oder so. Und dann gibt es einen winzig kleinen, mandelförmigen Bereich, der sich Amygdala nennt. Dieser kleine Bereich ist für die Wiedererkennung und Bewertung von Situationen, wie auch die Analyse möglicher Risiken und der daraus resultierenden emotionalen Mechanismen verantwortlich. Kurz und knapp, hier entsteht Angst. Die kleine Amygdala steuert also unsere Aggression und Angst unter Zugriff auf unseren Kreislauf und unsere Atmung. Wenn wir also uns erschrecken, Angst haben und unser Herz klopft uns bis zum Hals, dann ist das unsere Amygdala. Bedeutet, dass mein Gehirn in diesem Moment Folgendes abgespeichert hat. Was steht denn für Spinne? Klein, schwarz, unkontrollierbar schnell oder für mein Auge unkontrollierbar schnell. Das wurde in meinem Kopf in diesem Moment synaptisch mit meiner Amygdala verbunden. Bedeutet, die Amygdala hat einen fetten Stempel gemacht, wenn all diese Informationen das nächste Mal zusammenkommen, dann werde ich instant Cortisol ausschütten, damit sie Angst kriegt und ich sie schütze. Also unser Körper möchte uns mit Angst nur schützen. Bedeutet, wenn ich eine krasse Situation hatte oder auch nur mehrere unschöne Situationen habe, dann macht mein Körper etwas ganz, ganz Tolles. Er braucht gar keine Gedanken mehr. Also er muss gar nicht mehr etwas blöd finden, sondern er reagiert von alleine. Er sieht das nächste Mal, diese Informationen kommen zusammen, alles klar. Panik wird ausgeschüttet, damit sie reagieren kann und sich schützen kann. Fight-and-Flight-Mode.
Das Ganze wird dann im Laufe des Lebens bei uns allen noch verstärkt, indem wir Freunde und Freundinnen haben, die auch Angst vor Spinnen haben, die kreischen, wenn man Spinnen sieht. Warum ich euch das so genau erkläre, ist, weil es wichtig ist zu wissen, dass man die Angst vor etwas lernen kann, aber man kann die Angst vor etwas auch verlernen. Vielleicht haben einige von euch Psychologie oder Pädagogik oder sowas in der Schule gehabt und haben schon mal was vom Pavlovschen Hund gehört. Für die, die es nicht kennen, das ist ein Experiment, das mit Hunden durchgeführt wurde. Immer wenn Hunde gefüttert wurden, wurde vorher eine Glocke geläutet. Sobald die Hunde das Essen gesehen haben, haben sie eine erhöhte Speichelproduktion gehabt, weil das ja Teil des Verdauungsprozesses ist. Ja, diese Hunde haben diese Glocke in ihrem Gehirn synaptisch mit dem Futter verbunden. Ja, irgendwann musste man die Glocke nur noch läuten und die Hunde haben schon Speichelfluss bekommen, bevor das Essen überhaupt den Raum betreten hat. Das Ganze kann man aber auch rückgängig machen. Also wenn man jetzt diese Glocke immer unabhängig von der Fütterung läutet und das Futter ohne die Glocke präsentiert und verfüttert, dann schwächen sich diese synaptischen Übergänge auch wieder ab, bis irgendwann die Glocke nicht mehr zur Speichelproduktion beim Hund führt. Wie übertragen wir das jetzt auf unsere Spinnenphobie? Das ist gar nicht mal so schwer. Das bedeutet einfach nur, dass ihr Situationen mit Spinnen haben müsst, in denen ihr keine Angst habt. Ihr denkt gerade, was? Wie soll das denn gehen? Ja, das geht, das ist ganz einfach. Im Optimalfall habt ihr Erlebnisse mit Spinnen, in denen ihr Glückshormone ausschüttet. Das ist nämlich Level Up. Also wenn ihr wirklich etwas loswerden wollt in eurem Leben, sehr, sehr schnell, dann ist es wichtig, dass ihr euch nicht nur konfrontiert, sondern dass ihr auch noch was Gutes, irgendein Belohnungssystem mit einbaut. Aber dazu kommen wir gleich. Also, fassen wir zusammen. Wie schaffen wir es, dass wir eine Spinne sehen und keine Stresshormonausschüttung haben? Wir müssen die Synapsen schwächen. Wie schaffen wir das? Indem wir Situationen mit Spinnen hervorrufen, die neutral oder positiv sind. Das bedeutet, dass im Optimalfall diese Synapsen irgendwann abgebaut sind und wir gar keine Reaktion mehr auf Spinnen haben. Oder dass wir sogar eine positive Reaktion auf Spinnen haben, weil wir für Glückshormonausschüttung in der Nähe von Spinnen gesorgt haben. Kommen wir jetzt also zu den sehr, sehr simplen Anwendungstipps, wirklich sehr, sehr simple Anwendungstipps, die ich für die Therapie meiner Spinnenphobie benutzt habe. Es wird jetzt gleich keine echte Spinne eingeblendet, aber ich habe mir eine Plastikvogelspinne aus dem Supermarkt besorgt. Seht ihr das? So, alles, was ich jetzt zeige, hat natürlich mit einer echten Spinne, die ich zufällig irgendwo entdeckt habe, stattgefunden. Aber ihr könnt euch auch gerne eine Plastikspinne suchen, wenn ihr erstmal soft einsteigen wollt. Tipp Nummer 1, sich bewusst machen, dass Spinnen Lebewesen sind. Spinnen sind Insekten, Tiere, die genauso ein zentrales Nervensystem haben und dementsprechend genauso Schmerz empfinden können wie andere Tiere auch, genauso wie eure Katze oder euer Hund. Die Tatsache, dass sie nicht so schön in euren Augen aussehen und ihr findet, dass sie eklig sind, macht halt keinen Unterschied für das Tier selbst. Mir war das ehrlich gesagt als Kind und Teenager relativ egal, wie sich Spinnen fühlen. Ich fand die eklig, war da relativ grausam, muss ich sagen. Viele Spinnen haben mein Staubsauger-Inneres kennengelernt und wurden totgeschlagen. Und das hat, also mein Vater hat mir das schon immer gepredigt, dass das nicht cool ist und dass ich das nicht machen sollte. Und ich habe das früher, keine Ahnung, einfach nicht ernst genommen. Und das Ganze hat sich wahrhaftig erst wirklich richtig geändert, als ich mich mit dem Thema Vegetarismus, Veganismus, Fleischkonsum, Milchindustrie und so weiter auseinandergesetzt habe und angefangen habe, mir Fragen zu stellen wie, sind manche Menschen auf der Welt wirklich schlechtere Menschen, weil sie Hunde essen? Weil einfach so ein krasser Speziesismus, nennt man das so? Ja, ne, wird das so ausgesprochen? Immer stattgefunden hat und auch heute noch stattfindet. Bedeutet, dass wir Menschen beurteilen, welche Lebewesen uns oder unseren Lieblingstieren ähnlich genug sind, als dass sie ein Recht haben zu leben, dass wir sie knuddeln, dass wir sie lieb haben. Das ist etwas, was mir damals sehr bewusst geworden ist, dass meine Beurteilung darüber entscheidet, wer lebt und wer stirbt. Das muss jetzt gar nicht eure Meinung sein oder werden, sondern für die Leute, die das immer noch so im Kopf haben, denkt da einfach mal drüber nach und beobachtet vielleicht mal auch so ein Tier, dem ihr sonst keine Aufmerksamkeit schenken würdet. Wenn ihr das nächste Mal im Garten eine Ameisenstraße seht, dann guckt euch die mal an und guckt euch mal an, was da passiert. Und dann stellt euch doch einfach mal vor, dass das kleine Männchen sind und Weibchen, die da arbeiten. Und wie
krass und cool und winzig klein das einfach ist. Tipp Nummer 2 ist sehr eng mit dem verknüpft, was ich gerade gesagt habe und heißt Beobachtung. Ich habe angefangen, Spinnen zu beobachten. Bedeutet, wenn ihr das nächste Mal eine Spinne in eurem Haushalt seht, dann lauft nicht schreiend weg. Oh mein Gott, da ist eine Spinne, komm schnell, mach die weg. Geht einfach mal so weit von dieser Spinne weg, dass ihr euch sicher fühlt. Wie gesagt, das kann auch wieder außerhalb des Raumes sein und beobachtet die Spinne. So, und dann macht ihr etwas, was vielleicht erstmal ein bisschen bescheuert wirkt. Ihr gebt der Spinne einen Namen und dann denkt euch eine Geschichte aus. Das ist Robert. Robert ist ein Waisenkind, aber er schlug sich sein ganzes Leben lang ziemlich gut durch. Er isst gern große Mücken, kleine Fliegen und Hummus mit Peter. Seine Hobbys sind Windsurfen im Spinnennetz und Klavierspielen, wenn keine Menschen zu Hause sind. Besonders große Angst hat er vor Staubsaugern und vor Tupperdosen. Die haben ihm nämlich mal ein Bein abgerissen. Ja, und wenn du da mal so 5 bis 10 Minuten drüber nachgedacht hast, schaffst du es vielleicht ein bisschen näher an Robert dran zurück. Tipp Nummer 3 ist, schau dir den YouTube-Kanal Lucas the Spider an. Hi, mein Name ist Lucas. Can I come inside, please? It's really cold out here. I've been captured. Then, there he is. He's looking at me. Diese Tipps habe ich mal hier, mal da in den letzten 2 bis 3 Jahren angewendet und siehe da, ich habe letztens auch eine Spinne selbst, also wirklich so eine dicke Hausspinne, habe ich selbst mit einem Glas rausgebracht. Wir sind nicht Best Friends, aber es ist okay. Vor einem Monat bin ich dann auf einem Spinnenseminar gewesen. Das sind Einzelsessions, die man buchen kann. Ich verlinke euch das auch in der Infobox. Das ist eine pure Konfrontationstherapie, wo man Schritt für Schritt für Schritt an eine echte Spinne herangeführt wird. Ja, und was da passiert ist, gute und schlechte Sachen, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe nämlich die Kamera mitgenommen. So Leute, wir sitzen im Auto zum Seminar und ich habe ein bisschen Angst. Wir sind gestern bei meiner Freundin Laura und ihrem Freund Nils gewesen und auf dem Rückweg nachts habe ich irgendwie mir vorgestellt, wie diese Spinne auf meiner Hand wäre. Und auf einmal habe ich wieder diese Angst bekommen, die ich früher vor Spinnen hatte. Ich hatte eigentlich durch so die letzten Monate nur positive Gefühle gegenüber Spinnen, weil im eigenen Haushalt ja auch, also das, was man im eigenen Haushalt eine richtig fette, große Spinne nennt, ist ja so nichts im Gegensatz zu einer Vogelspinne oder irgendwelchen Spinnen, die es in Australien oder wherever gibt. Deswegen dachte ich so, ja, ich habe die halt locker überwunden. Das heißt, ich werde halt so auch bei dem Seminar richtig hart abchillen und mit einer kleinen Spinne spielen. Und gestern Abend, als ich mir so richtig bildlich vorgestellt habe, habe ich wieder diese Angst, diese negativen Hormone gehabt, die so in meinem Körper unterwegs waren. Ich hatte richtig Angst, nachts von Spinnen zu träumen und dass es heute schwierig wird irgendwie. Auf jeden Fall bin ich gespannt und ich lasse es auf mich zukommen und schaue mal, ob ich gleich genauso gechillt reagieren kann wie zu Hause bei den Hausspinnen. Okay. Der Herr nicht mitfilmen? Achso. Ja, dann nur so. Hallo. Hi. Hi, Kevin. Holger. Hi, Inge. Kevin. Hi. Ja, kommt rein. Also da sind ein paar Terrarien, in denen jetzt Spinnen sind, ne? Das also hatte ich ja gesagt. Genau, also ich glaube, dass ich damit kein Problem habe. Wir können erst mal reingehen. Bitte. Genau. So, die Seminar, das besteht ja aus verschiedenen Schritten. Einfach irgendetwas. Ansonsten würde ich es einfach so machen. Ja, als Kind. Ja, das ist so die typische Zecke. Oh, und das Ganze machen wir jetzt nicht, um das psychoanalytisch zu deuten. Das kann ich nicht und das brauchen wir auch nicht, sondern das geht im Wesentlichen darum, wie so eine Spinne eigentlich aussieht. Dann ergänzt sich das nämlich hier. Ne? Ah, da vorne nehmen wir noch einen rein. Hm? Das ist die Wahrheit. Und wenn die dann noch so durch die Gegend krabbelt, dann ist das also so diese typische Spinnenschablone, vor der die meisten Menschen Angst haben. Ja. Das ist sehr schön, da sind jetzt so riesengroße Spinnenzeichnungen drin. Mhm. Und du hattest ja gesagt, dass die Bilder jetzt nicht so viel ausmachen. Nee, besonders nicht, weil die bunt sind. Die erste Übung wäre jetzt einmal diese Spinne zu schreiben. Okay, das schaffe ich. Das ist ganz einfach. Ja. Ne?
Das ist hier so eine, die sitzt auf dem Seerosenblatt und guckt ins Wasser. Bei den Spinnen ist es ja so, dass die Männchen häufig viel kleiner sind als die Weibchen. Mhm. Und dass die Weibchen die Männchen manchmal bei der Paarung aufessen. Ja, die Weibchen machen das, nimmt man so an, ne, damit sie ganz viel Eiweiß essen können. Ja. Man soll sich das Sozialverhalten der Spinnen nicht abgucken. Genau, jetzt kommt hier nochmal die Kreuzspinne. Die hängen ja mal so verkehrt rum im Netz. Die können schon ganz schön groß sein. Kannst du die auch anfassen? Ja. Ja. Das hier, das ist die schlimmste Spinne. Das ist die Hauswinkelspinne. Mhm. Das ist die, die halt sehr groß ist und die dann so im Fahrradschuppen lauert. Das ist eigentlich die Spinne, vor der die Menschen am allermeisten Angst haben. Ich nehme mal die, noch mal kurz die Hauswinkelspinne. Da ist sie. Vielleicht ist das Bild ein bisschen scheußlicher. Ja? Tatsächlich? Ja, ja? Das, also es ruft schon eine Reaktion in mir vor, muss ich sagen. Leider. Und kannst du das auch anfassen? Jetzt, also ich muss sagen, schlimm ist mein, also die erste Reaktion, die ich habe, die ist so unangenehm. Und dann geht's eigentlich, ja. So soll es eigentlich auch sein, klassischerweise. Mhm. Ja, das ist auch besonders heilend, möchte ich mal sagen, weil erstmal erschreckst du dich ein bisschen und dann merkst du auch so, das geht ja noch nicht. Ja, ja. Darum geht's ja auch. Wenn jemand eine ganz schlimme Spinnenphobie hat, wie. Hat er Probleme, das jetzt zum Beispiel anzufassen? Ja, im schlimmsten Fall, da standen wir in entgegengesetzten Ecken vom Zimmer und haben diese Bilder eine Stunde lang angeschaut. Wobei dann schon sehr viel Angst abgebaut wird und die nächsten Schritte sind dann etwas leichter. Und kannst du da auch umblättern? Oh, das ist ganz unangenehm. Oh, das nervt mich. Ach, schau mal, das ist interessant. Ach ja, das fängt jetzt, das geht jetzt. Aber wenn das geht, dann können wir auch zum nächsten Schritt kommen. Und zwar das hier sind unsere Plüschspinnen. Ja. Ja. Dies ist hier unser harmlosestes Modell. Ja. Und du kannst es ja, da habe ich gar kein Problem in die Hand nehmen und sagen, ob du das hässlich findest. Nee, gar nicht. Zum Beispiel. Oh, das auch keine Angst. Kann sich nämlich schon bewegen. Ja, das habe ich, das hat auch sofort was in mir ausgelöst. Na, das ist ja komisch. Ja, jetzt geht's schon wieder. Dann habe ich hier noch das Modell Ikea. Kannst du die auch fangen? Ja. Kannst du auch eine Unbekannte fangen? No. Oh mein Gott! Soll ich es nochmal aufheben? Nee, warte, warte. Nein, warte, okay. Warte, das. Nein. Nee, ich. Kannst du die aufheben? Ich weiß nicht. Oh, das ist mir voll peinlich. Ich mit den haarigen Beinen so. Du kannst ja kurz einen Augenblick relaxen. Ja. Und ich schaff dir nochmal die zu. Oh, ja. Ich ja? Ja. Geht das? Ja. Du kannst auch zurückwerfen. Guck mal. Ja. Ja. Oh ja, das wird besser. Das wird besser. Und diese einmal, die fand es sehr voll harmlos. Ja. Ja, das ist doch klasse. Genau. Ja, ja. Aber du siehst, wie der Schreck ausgelöst wird. Ja. Jetzt eben, hast du es gesehen. Ich wusste jetzt ehrlich gesagt nicht, dass du so heftig drauf reagierst, weil du relativ cool bist. Ja. Mhm. Aber es ist schon klar, wenn ich irgendwas nehme, was du nicht kennst und das dir zuwerfe, obwohl du vorher was anderes gefangen hast und du ganz genau weißt, ich werfe dir keine lebende Spinne zu. Mit Pulli. Das ist mir ganz unangenehm. Oh, ich bin am Schwitzen und Schreien. Mhm. So die schlimmste Spinne, die ich mir vorstellen kann, stelle ich mir so vor. Ach, tatsächlich? Ja. So eine riesige, ja. Mhm. Mhm, tatsächlich. Aber jetzt konntest du sie ja schon anfassen mit Pulli. Ja, ich habe aber auch den Anspruch an mich dann. Also. Ja, das war jetzt eben schon ein bisschen zu viel eigentlich. Aber wenn du die jetzt nochmal anfassen kannst, das wäre großartig. Passt sich auch eklig an, ne? Ja, jetzt geht's. Mhm. Das geht aber, ne? Ja, aber es ist anders als bei den anderen. Es bleibt so ein gewisses Unwohlsein trotzdem noch da mit dem Objekt irgendwie. Ah, nein, nur stupsen. Ja. So, ne? Also ja. Jetzt wirklich kontrolliert. Kannst du zurückschubsen? Hm. Ja, alles, was von mir ausgeht, kann ich. Das geht, ne? Ja. Und vielleicht musst du es aber hier abfangen und dann könntest du dich wieder abschrecken. Zack. Ja, Und dann würde ich sagen, dann geht aber auch so werfen, ja? Ah, ja. Kann das irgendwie nochmal probieren? Also ich werfe auch. Ich kann das nicht fassen, dass ich auf Plastik so reagiere. Ist völlig egal. Zack. Ja, gerne. Ja. Ja, nochmal. Oh Gott, das ist unangenehm. Ich bin natürlich jetzt auch in so einer
Panikspirale irgendwie gerade drin. Mhm. Ich schwitze und bin, ja. Mhm. Ja, aber es ist völlig in Ordnung, dass das so ist, denn viele Menschen reagieren auf eine Plastikspinne schon mit Angst, ne? Ja. Und wundern sich dann auch selbst. Geht aber, ne? So. Oh Gott, ja. Es wird ein bisschen besser, dann, aber besonders wenn ich sie so von unten sehe, ist es irgendwie... Ich hole mal hier die nächste raus. Oh, zwar, das ist diese hier. Die sieht nämlich schon recht realistisch aus. Die löst irgendwie nicht dasselbe in mir aus. Ich weiß nicht, weil ich sie nicht überraschend sehe oder weil sie nicht schwarz ist. Aber die hiermit jetzt was Schlechtes verbindest. Kann ich so nehmen. Ist jetzt kein besonders schönes Objekt für mich, aber... Welche findest du denn am scheußlichsten hier von diesen? Die finde ich nicht so schlimm. Ich glaube, die. Ja, die erinnert mich auch so daran. Ich habe auch gar keine Angst vor so Schneidern und Weberknechten und sowas. Ja, du kannst sie aber gerne mal aufnehmen. Ich weiß, dass das nicht echt ist. Aber die müssen wir nicht werfen. Doch, die kannst du mir gerne mal zuwerfen. Ich werfe sie auch sehr vorsichtig. Das ist Plastik. Ja. Das ist Plastik. Ganz vorsichtig. Plastik. Wichtig ist das Tun. Und jetzt werfe ich diese mal. Ups. Nee, tatsächlich nicht? Nee. Ich habe Probleme, die vom Boden aufzuheben. Lass dir nicht einreden. Das ist unnormal. Das ist völlig normal. Also, ich ärgere mich nur so doll über mich selbst irgendwie, weil ich ja weiß, dass das Plastik ist. Das ist so irrational einfach. Dann wundere dich doch darüber, aber ärger dich nicht darüber. Jetzt. Ja, aber kannst du sie so auf die Hand setzen? Ich mache nichts anderes. Setze sie nur drauf. Ja, so. Und dann kannst du, genau, dann spürst du so ein bisschen die Beinchen. Ne, das geht. Das ist doch super. Dann können wir sie noch einmal werfen, ja? Ja, so, ja jetzt wird es besser. Nochmal. Oh Gott sei Dank. Cool. Ja, siehst du, die konntest du jetzt schon schön aufnehmen. Oh, noch einmal diese, ja? Noch einmal kurz diese. Ich kündige es an und mache es ganz vorsichtig und direkt. In ja. Nicht irgendwie fies. Hier, ich habe langsam. Die ist gerade in Angriffsstellung, aber ich werfe sie dir trotzdem. Ich habe langsam verstanden, dass das alles Plastik ist. Ja, gut. Das hilft ja wirklich, das ist unfassbar. Ja, jetzt guck mal. Die Vogelspinnen, die häuten sich ja regelmäßig. Also die Vogelspinnenweibchen, die häuten sich einmal im Jahr. Und das ist die Jahr von Wuschel. Wuschel. Hier siehst du übrigens mal die Zähne der Spinne. Ja? Du kannst, wenn du dich traust, sie ruhig mal anfassen. Ja, du kannst sie ruhig nehmen und auch so auf die Hand legen, weil sie so flauschig ist, reicht sie eben auch Wuschel. Cosima ist nicht ganz so weich. Und Cosima ist nicht ganz so flauschig, aber Cosima ist eine ganz, ganz langsame Spinne. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir schauen uns jetzt einmal im Cosima an. Muss ich erstmal kurz mich daran erinnern, dass die ja jetzt lebt. Das ist das Schöne an Cosima. Und wenn sie sich bewegt, macht sie das auch sehr langsam. Ich würde jetzt einfach mal den Behälter öffnen. Es geht jetzt auch erstmal nur ums Gucken. Ja. Das ist keine Spinne, die so irgendwie hier quer über den Tisch laufen kann. Setze ich mal hier hin. Und erstmal bleibt sie so sitzen. Und wenn ich ihr dann so einen kleinen Puls gebe, ja, dann bewegt sie sich. Und die wehrt sich nie? Beißen oder sowas? Nö, das kennt ihr eigentlich schon. Ne? Also man gibt ihr so einen kleinen Impuls und dann geht sie so. Und du siehst jetzt im Grunde genommen in Zeitlupe, wie sich eine Spinne bewegt. Bei Cosima ist das alles wunderbar zu beobachten, wenn du so eine kleine hier so eine Spinne hast oder so und du tippst da so an, dann flitzt sie in einem. Nur dieses Schnelle macht mir irgendwie Angst. Ja. Na? Genau. So geht dann eine Spinne. Ich finde, das sieht sogar ganz ästhetisch aus. Ich finde auch, es sieht sehr elegant aus. Ja, voll. Muss man auch erstmal schaffen, 8 Beine zu koordinieren. Deshalb haben wir Spinnen auch ein großes Gehirn. Du kannst, wenn du mutig bist, kannst du ruhig mal hier so ein Hinterbein anstupsen. Cosima, tut mir leid. Ja. Gott, das ist nicht schlimm für mich. Und wenn man jetzt von vorne kommt, dann kann man sogar sagen, Cosima, sitz. Und jetzt kommt sie zu dir und dann kannst du ja auch mal versuchen, sie so zu stoppen, indem du einfach vorne deine Hand drin hältst. Oh. Genau, du hast jetzt die Spinne gestoppt, das ist schon sehr gut. Ne? Mhm. Und wenn ich sie jetzt in die Hand nehme, dann siehst du, dass Cosima natürlich auch mal eine etwas schnellere Bewegung macht. Also ich möchte dir nur sagen, welches Potenzial Cosima so hat. Wenn du dich jetzt traust,
dann kannst du einmal entweder einen Finger oder gleich alle Finger hier so hinlegen. Mhm. Und dann lasse ich Cousin noch einmal da so rüberlaufen. Ich halte hier meine Hand hin, ja, damit es wirklich ungefährlich ist. Mhm. Und dann kommt Cousin mal so auf deine Hand. Und tappst da so rüber. Oder bleibt da sogar sitzen. Wenn es grässlich ist, sagst du sofort Bescheid. Ja? Sie bleibt sitzen. Denn deine Hand ist ja ein bisschen warm, der Tisch ist kalt, also findet sie das ganz okay. Mhm. Und wenn du ganz mutig bist, kannst du auch die andere Hand nehmen. Ja? Und ich fühle die so ein bisschen, ja? Ja. Und dann stupse ich Cousin mal an, ja? Ja? So ein bisschen. Ja. Ich würde jetzt nicht so schnelle Bewegungen machen wie bei mir. Cousin hat aber keine Angst, oder? Nee. Weil das ist immer meine größte Sorge, dass ich irgendwie jetzt das Tier verängstige oder so. Nee. Dann, wenn du von hinten so ein bisschen, kleines bisschen stupst, dann kannst du sie von Hand zu Hand gehen. Ich bin gerade wie in so einem Trance-Zustand. Ja, das ist ganz gut. Cousin kann auch ganz gut hypnotisieren. Also wenn man, ich bin auch nicht so beholfen. Ich zeig dir erstmal Wuschel. Wuschel sich so bewegt. So sieht Wuschel ausgebreitet aus. Wuschel lebt eher so in der Senkrechten auf Bäumen. Ja? Mhm. Und deshalb kann sich Wuschel besonders gut halten und auch besonders gut klettern. Und Wuschel sucht halt mit den Vorderbeinen immer so das nächst höhere Blatt. Ne? Ja. Ja. Wobei heute ist Wuschel nicht so. Bisschen faul, müde. So. Auf Schnelligkeit aus, aber ich finde, die Beine sind schon ein bisschen länger und das Ganze sieht schon etwas spinnenartiger aus. Ja? Mhm. Mhm. Aber es löst gerade in mir jetzt gar nichts Schlimmes aus. Und wenn du möchtest, kannst du die auch gleich so auf die Hand nehmen. Wie gesagt, es fühlt sich noch ein bisschen weicher an. Ne? Ja, du müsstest in der, genau. Geht immer nach oben, ja? Ich bin nicht so. Es tut mir leid, Wuschel. Oh, die hat Haken drin, ne? Und das Schöne hier bei Kuschel ist, dass die von der Größe her schon eher so den heimischen Spinnen entspricht, ja? Und du merkst, die kann auch losflitzen, ne? Aber hallo. Zack. Und? Sie bewegt sich so typisch wie eine Spinne, also ist sehr hektisch. Mhm. Ja, gerade wenn ich die mal hier so hinlasse. Und was ich ganz bemerkenswert finde, ist aber, dass du da ganz cool sitzt und dir das so anguckst. Ah ja, interessant. Ja, ich merke auch, in mir drin hat sich so ein bisschen was verändert. Ich erschrecke mich schon so ein bisschen, aber es fühlt sich normaler an als eben. Ich habe ein bisschen mehr in Bezug, habe ich das Gefühl. Und wenn du möglich bist, kannst du auch einmal die Hand hinhalten. Ich passe natürlich ein bisschen auf, ne? Dass sie dir nicht den Arm hochläuft oder so. Ich habe gar nicht so Angst vor der Spinne selber. Ich habe Angst, dass ich ihr irgendwie wehtue, weil ich mich erschrecke und hochspringe oder sowas. Ja, ich glaube, das tust du aber nicht. Also, weil du die Spinne schon als Tier erkannt hast. Mhm. Und selbst wenn du dich erschrecken würdest, würdest du der Spinne, denke ich, nichts tun. Also, diese Angst haben viele. Ich kann dir das auch zeigen, was hier im schlimmsten Fall passieren kann. Also dieses, dass sie dir den Arm hochläuft. Und dann muss man noch eingreifen. Wir können das auch einfach so machen. Du lässt sie einmal über die Hand krabbeln und ich nehme sie dir oben wieder ab. So, und dann bin ich gleich hier. Obwohl, das geht. Das geht. Ja, ist doch super. Hier darfst du hin. Ja, dann musst du nur darauf eingestellt sein, dass sie mal eine Wendung machen kann oder so etwas. In dem Moment, wo die bei mir auf dem Körper sind, werde ich so ganz ruhig, weil ich mich irgendwie so verantwortlich fühle. Oh Gott, oh, okay. Ja, cool, ne? Aber das Kuschel, übertreib nicht. Ja, das ist in Ordnung. Du kannst mal von hinten so ein ganz bisschen pusten und dann kann es sein, dass du ein bisschen schneller ist. Unter die Hand krabbeln. Ja. Jesus Christ. Machst du das mal, lässt du dir das mal genüsslich auf der Zunge zergehen. Was passiert denn, wenn so eine kleine Spinne auf mir krabbelt? Puff weg. Ja, gar nichts, ne? Mhm. Nee. Ja, stimmt. Ja, gut, ne? Ja, siehst, jetzt hast du dich schon selbst von einer Spinne befreit, die dir den Arm hinaufkrabbelt. Das ist sehr schön.
Respekt, du. Ja, und wenn wir das jetzt noch länger machen könnten, glaube ich, könnte sie auch auf den Rücken krabbeln und du hättest damit kein Problem. Das ist ja auch eine Horrorvorstellung, die Spinne krabbelt mit den Armen auf Richtung Gesicht und ich bin total hilflos. Mhm. Und deshalb ist dies eine ganz gute Übung, weil jetzt weißt du, was passiert. Das ist so, über die wir eben gesprochen haben, ne? Diese Tellerspinne oder Hauswinkelspinne. Ja, kannst du machen. Och Mensch, du machst das aber. Ja, irgendwie ist gerade so was abgefallen. So, keine Ahnung, als ob ich gerade verstanden hätte, dass sie mir nichts tun können. So unterbewusst, keine Ahnung. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich ging nach Hause ohne Spinnenphobie, aber mit einer Angst vor Plastikspinnen. Aber wir sind jetzt wieder fein miteinander. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Ganze konnte euch ein bisschen helfen. Schreibt mir eure Meinung, eure Gedanken, eure Ängste und so weiter unten in die Kommentare. Wenn ihr sowieso Bock habt, öfter über das Thema Ängste und Phobien oder über seine eigenen Grenzen heraus aus seiner Komfortzone zu steigen, sprechen wollt, dann schreibt mir gerne eure Gedanken, eure Wünsche und so weiter unten in die Kommentare. Ja, und bis zum nächsten Mal würde ich sagen, ihr seid süß, ihr seid klein. Lasst ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Das war für euch, weil ihr ganz so will ich machen. So seid ihr. Tschüss.